Begriff genommen. Immer wieder gerne werden auch Vergleiche mit anderen Entscheidungen gebracht. Beispielsweise die Entscheidung des MRG, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, im Zusammenhang mit der Tschechischen Republik. Hier wurde die Rechtmäßigkeit der Impfpflicht als zentrales Argument herangezogen, nämlich dieses Urteil von Tschechien, dass man sagt, das sei auch für Covid zulässig. Dabei werden aber wesentliche Dinge übersehen, nämlich, dass die in § 141 StPO geregelt. Um einen Abgleich ohne Ausbildung von sämtlichen Grundlagen durchführen zu können, provoziert. Unter anderem eine Stellungnahme von der ARGE Daten. Aus dieser Stellungnahme möchte ich zitieren.
besteht übrigens seit 1983 und wird angeführt von einem studierten Mathematiker, der einen Magister in Mathematik hat und ein Doktorat in Philosophie. Die Arge Daten sagt, das Gesetz, so wie es vorliegt, ist im Ergebnis eine Datenbank zur automatisierten Ausstellung von Strafverfügungen. Eine nachvollziehbare Begründung, wie durch dieses Gesetz es zu einer Verbesserung der öffentlichen Gesundheit kommen soll, ist dem Entwurf nicht zu entnehmen. Ganz im Gegenteil, die Arge Daten hat ermittelt, dass die statistische Analyse vergleichbarer Länder keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Impfrate, Infektionshäufigkeit und Mortalität. Die Arge Daten sind diesen Entwurf daher als äußerst problematische Anlassgesetzgebung. Durch dieses Gesetz sollen massive Versäumnisse im Pandemie-Management und der Gesundheitsversorgung durch Grundrechtsverletzungen kaschiert werden. Eine deutlich höhere Wir wissen, dass die Gräben bereits so tief sind, dass viele kein Verständnis dafür haben,
Wir sind gegen den Impfzwang und gegen die Spaltung in der Gesellschaft. Schließen Sie sich gerne unseren friedlichen Protestmarsch durch die Straßen von Graz an. Wir sind friedliche Bürger, besorgte Eltern und wir stehen auf gegen den Impfzwang und wir sind für eine freie Impfentscheidung. Es muss bei einer freien Impfentscheidung bleiben. Platz, um dort eine Kundgebung abzuhalten. Eine Ärztin und Unternehmerin haben diesen friedlichen Protestmarsch durch Graz angemeldet. Sie sind nicht links, nicht rechts, sie gehören keiner Partei an. Wissen Sie, sie uns gerne an, wenn Sie für eine freie Impfentscheidung und gegen den Impfzwang sind. Mit uns gehen Geimpfte und Ungeimpfte gleichermaßen auf den Straßen, Eltern und Großeltern. Schließen Sie sich gerne an. Yeah.